So. Hallo. Moment. Moment, Moment. So, hallo und willkommen zurück. Ich bin jetzt alleine. Ich bin sozusagen das Schlusslicht von unserem Kirschblütenfest. Der Letzte, der tanzt oder so. Ich hoffe, ihr hattet jetzt gerade auch sehr viel Spaß mit Nama, die Karte oder dieses doppelte Japan-Projekt. Das war echt cool. Also Jürchen hat auch gleich wieder gesagt, auch das hätte ich gern. So, das fand sie sehr schön. Genau. Und wir machen jetzt sozusagen den Workshop, den wir eigentlich gestern Nacht gehabt hätten, aber wegen der Ausgangssperre haben wir da letzte Nacht drauf verzichtet und machen den jetzt einfach jetzt so schön in den Nachmittagsstunden. Hello, hello. Yeah, I'm the last at our Cherry Blossom Festival and yeah, we do some stamp techniques with Japanese themed stamps. Also wir machen jetzt Stempeltechniken. Ich hoffe, das gelingt. Also, es ist ja immer Vorführeffekt. Ich will auch was Neues ausprobieren. Mal gucken, ob das klappt. Und zwar werden wir mit Feuchttüchern arbeiten. Wir werden mit Flashpigmenten arbeiten und mit Oxide-Inks. Genau. Ja, und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich setze euch auf den Tisch und dann, also, ihr wisst schon, einmal näher kommen und dann geht das gleich los. So, einmal nach unten. So, schön festhalten. So. Kleinen Moment. Erstmal fixieren. Gucken, dass ihr alles schön sehen könnt. Ja, ein bisschen weit. So ist eigentlich ganz schön. Haben wir schön unsere Platte. Dann kommt hier auch nochmal Licht dazu. Ich hoffe, das irritiert nicht ganz doll. Hello, hello, hello. Okay. So, also hier die Leuchtpunkte, die sind, ja, die reflektieren halt. Gut, ich habe mir von Julchen, die ja ein riesen Japan-Fan ist, unterschiedliche Stempel ausgeliehen. Viele von denen gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Aber die passen zum Thema und deswegen benutzen wir die jetzt auch direkt. So, noch einen Fokus einstellen. Hoffen wir mal, dass der bleibt. Und Moment, ich muss mir mal kurz das Licht am Computer nochmal verändern. So. Okay, und zwar starten wir ganz klassisch mit Embossing. Das heißt, wir haben hier ja, einfaches, na, was ist das? Das sind einfache Karteikarten, also ein bisschen stärkeres Papier. Und wir machen zwei Embossing-Karten mit Flashpigmenten. Wir machen zwei Karten mit Distress Oxide Inks und eine Karte mit der Baby-Wipe-Technik. Okay, und wir starten, wie gesagt, mit Embossing auf der Karteikarte. Und ich habe hier ein Stempelmotiv, das ist ein bisschen zusammengesetzt, also ist ein größeres Motiv. Damit fangen wir an. Und zwar wird das erstmal schön auf dem Acrylblock fixiert. Dann haben wir als Embossing-Stempel ein Nuvo Clear Mark. Ihr könnt auch Topboss oder andere Embossing-Stempel nehmen. Und dann habe ich hier von Nuvo ein Embossing-Puder in Glacier White, also in Weiß. So, dann braucht man noch ein Papier, wo das Pulver dann nachher sozusagen wieder aufgefangen wird, nachdem es geschmolzen ist. Also ganz klassisch, ihr nehmt euer Embossing-Stempel. Genau, if anyone has a question in English, ask Frau Lina. Or me, I can translate it in English, but yeah, it's a little bit confusing in German und English and then we have English. But it also works. Also wir können sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch erklären, wie wir das basteln, gestalten. First I use a clear mark stamp pad from Nuvo to apply these low drying ink on the stamp. And it's easier to make the
damp ink on the stem than the opposite side. Because I can push it and hope that it all gets ink. Also man drückt dann die Stempelfarbe drauf und dann sollte man das gut andrücken, damit überall Stempelfarbe haften bleibt. So, und jetzt übertrage ich mein Motiv. Ich gucke einfach, dass es hier unten so ein bisschen rausgeht aus der Karte und drücke das gut an. Man könnte jetzt auch so eine Stempelhilfe verwenden. Das wäre auch kein Problem. Jetzt hoffe ich, dass überall also dieses Stempel, dieses transparente Stempelkissen oder also dass überall Tinte drauf ist. Jetzt ist hier noch so ein Rückstand von dem Stempel, der davor benutzt wurde, ist aber nicht so schlimm. Da kommt eh Pulver drauf. So, und jetzt streuen wir hier einfach mal das weiße Embossing-Pulver drauf und gucken, ob das überall haftet. Das sieht schon ganz nett aus. Wenn das jetzt nicht überall haftet, dann ist das ja trotzdem ein schöner Vintage-Effekt. So, und jetzt habe ich ja hier mein Papier drunter liegen. Damit kann ich jetzt Pulver, was sozusagen nicht haftet, einfach wieder zurückführen in die Dose. Schraub die mal kurz zu. Quietsch, quietsch. So, und dann nehme ich mir einen Embossing-Föhn, also einen Heißluftföhn, und schmilze mein Embossing-Puder. Hier die Glasplatte, die reflektiert ein bisschen die Hitze, also da muss man ein bisschen aufpassen. Das geht ganz schnell, dass dann das Pulver schmilzt oder dass das Papier dunkel wird. Dann ist das so ein bisschen wie Zauberei, dass dann aus dem matten Puder ein emailleartiger weißer Film wird. Ja, hier ist noch nicht ganz geschmolzen. Hier auch noch nicht. Also da muss man dann immer mal ein bisschen gucken, wenn das so krisselig ist, dann ist in der Regel das Embossing-Pulver noch nicht richtig angeschmolzen. Wir wollen ja, dass das wirklich eine schöne, glatte, abgeschlossene Fläche ist. Ansonsten habe ich dann so Pulverrückstände, die in meinem Projekt nachher hängen. Das will ich nicht. So. Das ist der schöne leise Föhn. So, ich mal gucken, ob ihr das erkennt. Also es glänzt so ein bisschen. Na, kann man das sehen? Kurzen Fokus. Geht nicht. So, da kann man ein bisschen was erkennen. So, also da ist jetzt sozusagen einfach nur weiß auf weiß. Das ist ja, für die eine Karte. Ich würde sagen, wir machen die erstmal einmal fertig und dann starten wir nochmal. Also lernen durch Wiederholung. Now I melted the embossing powder with the heat gun and you can see this white shiny effect on the stamp. So, jetzt möchte ich gerne mit Flashpigmenten arbeiten. Ich habe hier solche Pigmentdosen, das sind relativ große Behältnisse. Man braucht nicht viel. man braucht halt wirklich nicht viel von dem Puder. Man sollte nur gucken, dass manchmal die Farben hier drin, also das Grün, das wirkt eher blau, das Puder. Das Magenta ist schon pink und das Blau, das wirkt halt lila, also im Puder. Aber wenn es dann nachher aufgesprungen ist, dann sieht das wirklich ja, blau oder grün aus. So, und ich werde jetzt hier mit dem Puder, mit dem Blauen und mit dem Grünen auf diesem Papier arbeiten. Wie gesagt, das ist ein ganz normales Kartenpapier, also ein Notizzettel, eine Karteikarte. Und ich sprühe jetzt das Papier mit Wasser ein. So, also ganz normal Wasser oben drüber sprühen. So, und dann nehme ich mir hier so ein bisschen was von den blauen Pigmenten. Das ist jetzt hier in dem an dem Pinsel, ne? Das fällt dann so als kleine Kügelchen. Und wie man sieht, rollt sich mein Papier so ein bisschen auf. Das setzt sich aber gleich wieder. Und dadurch, dass ich das Papier vorher nass gesprüht habe, lösen sich die Pigmente.
kann man ganz gut erkennen. Jetzt nehme ich hier noch was von dem Grünen. Das kommt vor allen Dingen hier unten hin. Das Grün, muss ich sagen, ich empfinde das ja als ein sehr schönes Türkisgrün. Schon bewegt sich das Papier wieder in die andere Richtung. So, jetzt kann ich das so ein bisschen anführen mal kurz. Ja, sie sind so kleine Kügelchen. Also die Flashpigmente, das ist schon so ein bisschen wie die Pigmente von den anderen großen namhaften Firmen. Die sind halt ja, wie in so kleine Kügelchen gepresst. Und ich nehme die jetzt hier auch einmal kurz runter. Also ihr seht, wie intensiv die sind. Das ist im Endeffekt ein ungebundenes Pigment. Ne? Also da ist ja jetzt noch nicht wirklich ein Bindemittel oder irgendwas drauf. Aufpassen, sonst hätten wir wieder richtig bunte Finger. Und also ist schon eine sehr coole Geschichte, aber die lösen sich halt immer noch mal an. Ne? Also sind auf jeden Fall sehr intensiv und sie würden sich jetzt aber auch immer wieder abschwächen lassen. Ne? Also wenn ich jetzt drauf gehe nochmal mit Wasser, dann löst sich das halt auch nochmal an. Ne? Diese kleinen Kügelchen, die man hier sieht, das sind die Flashpigmente. Und je nachdem, wie man die jetzt hier verteilt, sieht man halt sehr schön den Hintergrund. Und was halt auch noch ganz wichtig ist, wenn man jetzt nicht möchte, dass die so intensiv sind, sondern dass man die noch ein bisschen abschwächt, dann einfach nochmal so ein bisschen hochnehmen. Was ich halt cool finde, sind diese Punkte. Also ich mag die sehr gerne. Das hat so ein bisschen was Rustikales, muss ich sagen. Nur ich mag nicht, dass meine Finger dann auch immer aussehen wie Sau. Also, und ihr habt gesehen, also es war jetzt nur ein Müh-Pigment obendrauf. Das ist nicht wirklich viel. Und ihr habt aber diese Punkte. Ihr könntet die Farbe auch stärker verdünnen, dann habt ihr diese Punkte nicht mehr. Dann sind die aufgesprungen und dann ist der Effekt sozusagen einfach nur Farbe. Ne? So, muss ich mal probieren anzuheben. Weil da natürlich drunter auch Wasser ist. Ich mache mal kurz den Föhn ab. So, föhnen wir einfach mal so weiter. Das funktioniert natürlich auch wunderbar auf Leinwand und Gesso. Also das Bild mit den Flashpigmenten, das Maritime, das ist auch auf unserem YouTube-Kanal. We have a sample with maritime-themed canvas. And there you have the flash pigments on canvas. So, schön wieder hinlegen. Ich fülle das mal kurz von hinten. Also ihr seht, man kann das auch viel leichter haben, wenn man die Farben halt richtig stark verdünnt. Genau, wenn man die Punkte nicht mag, dann kann man da natürlich auch halt noch stärker verdünnen. Also ich könnte jetzt auch mit dem Pinsel rangehen. Mal gucken, ob ich hier einen weichen Pinsel habe. So, und dann ein bisschen Wasser nehmen. Und könnte jetzt hier die Pigmente auch noch weiter anlösen. Und sagen, ich möchte, dass die sich hier anders verteilen. Ja, also das geht auch. So weit, wie man das gerne haben möchte. Was natürlich ein bisschen doof ist, ist, dass die durch das heiße Föhn sich so ein bisschen dieses Material so ein bisschen anlöst. The company who makes this pigments are optimal für die Anwendung in Aquarellfarbe, um in Verbindung mit Wasser sensationelle Effekte zu erzielen. It's perfect for watercolor and to have sensational effects in combination with water. And you can mix it in gel or something and you have this tiny bubbles. But you can also make your own color. If you use it on the mat with water, you have
like the color. Here I can have two dots of the pigments and have this very, very intensive tone of blue or green, which color I use. And I can also paint the color with a brush here. So it's very intensive coloring stuff. Now, that's not so nice. I worked before on a sample. Just a moment, I have to clean the mat. Some baby wipes. So, very intensive. Also, es ist sehr intensive Farbe und jetzt muss ich erstmal meine Platte hier so ein bisschen sauber machen. Besonders wenn ich nachher noch mit Rosa arbeiten möchte, dann ist mir das hier zu intensiv. So. Also die färben schon ganz schön extrem, aber sie sind halt auch extrem ergiebig dadurch. Ne? Also wenn man jetzt hier dieses Material sieht, so, es fässt sich jetzt auch natürlich ganz anders an. Es ist kein Aquarellpapier, das ist eine einfache Karteikarte. Ich muss sagen, der Effekt auf der Rückseite ist auch sehr cool. Ne? Sieht doch fast noch schöner aus als das. Ich habe hier bei der anderen Karte habe ich halt weniger verwendet und habe eine Ecke so gemacht, dass halt ein bisschen mehr blau ist und eine andere Ecke mehr grün. Und dadurch, dass das Motiv größer ist, wirkt es halt dann doch nochmal ein bisschen anders. Ne? So, und im Wesentlichen würde man jetzt, das Schwarz hätte auch gut ausgesehen, Schwarz ist Embossingpulver. Ja, genau. Also es ist schon so, dass die, dass da vom Inhalt her, also hier steht jetzt nochmal drauf, Army-Flash-Pigmente sind in einer rieselfähigen, staubfreien Granulatform, die sich direkt in wässrigen Lösungen einrühren lassen. In Verbindung mit Wasser scheinen die Pigmente ein Eigenleben zu entwickeln und daraus entstehen einzigartige Strukturen und Einzelkunstwerke. Die Pigmente sind frei von Lösungsmitteln. Also, ja, rieselfähig. So, Frau Lina, und jetzt du. Also, es ist schon, ich habe die schon länger. Wir haben die halt auch im Sortiment. Da gibt es tolle Brauntöne von. Ich habe aber auch von Paper Artsy oder von anderen Herstellern Pigmente, die halt noch ein bisschen sich anders verhalten und sowas. Aber die sind hier im Verhältnis, ist das schon halt sehr cool. Also hier sieht man, wie intensiv das ist. Hier ist das halt stärker abgeschwächt. Also bin ich öfter mit einem Tuch drüber. Und der Effekt wird halt nochmal schöner, wenn man dieses Papier dann ja, mattet. Ne? Also dann einfach eine Karte dahinter setzt. Wobei, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, mir die Rückseite ja fast noch ein bisschen besser gefällt. Da würde ich jetzt einfach nochmal drauf embossen und dann das machen. Aber vielleicht starten wir nochmal mit einem größeren Motiv dann. Also, ne? Weil dass dieses Motiv hier da doch sehr filigran ist und für die Technik jetzt einfach ja, nicht ganz so optimal. So, jetzt müssen wir gerade einen anderen Stempel raussuchen. Wo ist denn das? Hier irgendwo hatte ich auch noch eine Kurzblüte. Also hier ist erstmal die Verpackung von dem. So. Dann haben wir hier, also das ist hier ein ganz billiger Stempel, ganz ordinär Kurzblüte. Dann machen wir das einfach nochmal auf die Rückseite. Ja, I can hear Amy Flash Pigments are in a free-flowing, dusty-free granulate form and they can be directly stirred into any aquarius solution. In combination with water, the pigment seems to develop a life of their own, resulting in unique structures and individual artworks. The pigments are solvent-free. So, sorry, da ist eine englische Seite mit drauf, habe ich nicht gesehen. So, now,
Try again. Also, mir gefällt die Seite jetzt nicht mehr so gut. Mir gefällt die Rückseite viel besser. Und jetzt mache ich da einfach auf der Rückseite nochmal das Embossing und werde von hier unten nochmal ein bisschen mit dem blauen Pigment arbeiten. Ja, man lernt nie aus, ne? Dass da auf den Sachen auch englische Beschreibungen draufstehen. Besonders weil Armin eine deutsche Firma ist, ne? Finde ich sehr gut, dass die das direkt mit anbieten, die englische Übersetzung. So, wo ist mein Puder? So. Und jetzt wieder zurück in die Dose. Also das ist jetzt sozusagen so ein ganz klassischer zum Warmwerden, ne? Das mit dem Embossing und den Flash-Pigmenten. Das ist jetzt hier sozusagen nichts Neues, nicht die revolutionärste Stempeltechnik, die wir je gemacht haben. Wir werden sehen, was da noch passiert heute. So. Ansonsten muss ich sagen, fand ich unser Kirschblütenfest bis jetzt sehr cool und ja, wir freuen uns auch im nächsten Jahr wieder eins zu veranstalten oder einen Cherry Blossom Hop zu veranstalten, dass wir einfach noch mehr Leute dazu bekommen, mitzumachen. So. Here we have this Cherry Blossom Ink stamped and embossed motif on the backside of my paper. And yeah, now it's more pretty than the other side. So, aber wir machen dann noch mal ein bisschen Stempelfarbe drauf. Und zwar tun wir erst hier ein bisschen Wasser drauf. Und dann nehmen wir hier das Grün, nein, wir nehmen das Blau. Und da habe ich meinen Pinsel hingelegt. Ich habe meinen Pinsel weggegeben. Ich habe meinen anderen Pinsel. Einfach noch mal so ein paar Körnchen hier unten. Also wirklich nicht viele. Das, ne? Und dann springen die jetzt hier ganz vorsichtig sozusagen auf in dem Wasser. Ne? Also je länger die mit Wasser in Kontakt sind, desto besser springen die auf. Und wenn ich es jetzt ansprühe, wird es halt intensiver. Das sieht doch schon wieder viel cooler aus. Ne? So, das föhne ich jetzt mal trocken, weil natürlich, wenn die Pigmente sich so hinsetzen dürfen, dann bleibt die Farbe halt auch da. Wenn die Pigmente sich da nicht absetzen dürfen, also wenn ich die jetzt hier wegnehmen würde, das Wasser hochnehmen würde, dann wäre es an der Stelle dann halt auch heller. Aber ich finde, so blaue Cherry Blossoms sehen auch schon cool aus. Das ist hier auch ein ganz billiges Motiv, das gab es mal bei Action. Aber die Kirschblüten, die sehen, also die sind wirklich gut gelungen. Dafür, dass das ein günstiges Stempelmotiv ist. So. Jetzt muss hier einfach nur das Wasser verdunsten. Ja, wir können da mal ein bisschen abtupfen. Es hat schon was von Aquarell. Mit den paar Punkten ist auch ganz cool. So. Mal kurz anheben. Dahinter ist ja dann auch immer feucht. So, und jetzt haben wir hier, also das ist doch ein toller Effekt, ne? Also es wirkt schon sehr viel cooler, ne? Aber ich glaube, es ist noch ein bisschen feucht. Wenn ich das jetzt hier auf meine schwarze Karte mache, dann habe ich eine sehr schön hochwertige, einen sehr schön hochwertigen Kartenrolling, wo ich hier jetzt noch einen Spruch drin machen kann oder sowas. Das kommt dann aber später. Jetzt machen wir mal noch eine pinke Variante, damit ihr auch nochmal die andere Farbe aufspringen seht. Und dann, also dafür, dass die keine Lösemittel enthalten, haften die wirklich gut, die Pigmente. So. Okay. So. Dann brauchen wir nochmal eine Karteikarte. Wir brauchen die Stempelfarbe. Wir nehmen einfach nochmal die Kirschblüte. Ich finde die toll. So. Und dann machen wir die ja auch so ein bisschen unten versetzt in die Ecke.
schön in der Farbe. Das machen wir doch später erst. Und ich weiß nicht, ob wir so zwei, drei Kirschblüten. Nein, wir nehmen einfach dasselbe Stempelmotiv und setzen das von oben nochmal an. Und machen hier sozusagen eine kleine Verbindung. So. Das ist jetzt eingefärbt, weil ich das mal bei einem anderen Stempel auch genutzt habe und ja, ich den nicht richtig sauber gemacht habe. So, shame on me. So, dann haben wir hier wieder das Embossingpulver. Also man könnte halt auch andere Farben nehmen. Transparentes Embossingpulver wäre auch, das wäre wie ein Blending, aus dem Aquarell, wie heißt das? Wie Gummi Arabicum oder sowas, also Masking Tape oder Masking Film, wenn man jetzt in Transparent arbeiten würde. So, dann mein Stuhl knarrt. Das ist aber heute nicht so schön. So, genau, nicht vergessen, das Video zu liken, zu teilen, zu kommentieren. Auch die anderen Videos in der Infobox könnt ihr euch alle Videos von dem Kirschblütenfest nochmal anschauen. In the description box we have all the links to the videos from this Cherry Blossom Festival. This weekend. So. Wenn wir nachher die Baby-Wipe-Tücher-Technik machen, das ist tatsächlich ein Experiment, das habe ich noch nicht gemacht. Aber ich fand das so von der Grundüberlegung, fand ich das sehr cool. Bin ich gespannt. Das machen wir dann ganz zum Schluss. So, hier schmelzen wir erstmal das Embossing-Pulver. Das sieht immer ganz cool aus. Ist ein bisschen wie Zauberei, wenn das so schmilzt. Wird natürlich hier durch den Heißluftfilm extrem heiß. Wenn man zu lange auf dem Papier ist, dann wird das auch braun. Ne? Das kann auch brennen dadurch. Durch den Föhn. So, ein bisschen abkühlen lassen. So, und jetzt haben wir hier auch sehr schön zu sehen die glänzende Kirschblüte. Mal gucken, was wir dann nachher noch da machen. So, und jetzt haben wir gesagt, nehmen wir nicht die blauen Pigmente, nicht die grünen Pigmente, sondern wir nehmen Magenta. Pigmente. So, und die, machen wir mal kurz den Pinsel. Die streuen wir hier oben. Halt, wir müssen erst nass machen. Ich könnte es auch raufstreuen und dann nass machen, aber ich möchte ja, dass das Papier arbeitet. So, jetzt. So, das reicht uns schon. Mehr Pigment brauchen wir da eigentlich nicht. Es darf halt auch ganz dezent sein. Und jetzt sieht man, wie die Flashpigmente mit dem Wasser zusammen aufspringen. Ne? Und ich gehe hier auch nochmal mit Wasser drauf. Und dann läuft das halt auch so ein bisschen rein in das Papier, ein bisschen runter. Es bleibt eigentlich auch so schön in dem Embossing-Hintergrund hängen. Sehr cool. So. So, wenn mir das jetzt hier so zu extrem ist, dann kann ich natürlich das auch nochmal wieder abschwächen. Ne? Können wir hier auch mit dem Feuchttuch nochmal so ein bisschen die Farbe wegwischen, also nicht so viel. So ein ist keine Alkoholtinte, es ist nur Wasserfarbe, aber man hat trotzdem so ein bisschen diese Ebenen, ne, wenn man da noch mal so ein bisschen reingeht. Und man könnte auch später noch mal reingehen mit den Pigmenten. Wenn man jetzt sagt, das ist mir hier wieder zu schwach, ich hätte gerne ein bisschen mehr, dann geht da noch was. So, wenn Christiana sagt, wenn wir ein bisschen Wasser auf die Rückseite sprühen, dann wälzt sich das Papier nicht so stark. Das ist ganz normal, weil Papier saugt sich ja dann voll. Und jetzt wälzt sich das in die andere Richtung, aber es setzt sich dann halt auch wieder. Das ist auch, wenn ihr andere Basteltechniken ausprobiert, wo ihr mit
Papier und Wasser arbeitet, da muss man dann halt gucken, dass sich das dann auch wieder setzen kann. So. Jetzt ist natürlich auf der Glasplatte gemein, dass es darunter auch feucht ist. Ne? Also, so, kurz abgeben. So. Und durch diese Hitze, also dadurch, dass das Papier jetzt nicht alleine trocknen kann, ist das so, dass das Papier halt auch austrocknet. Ne? Es wird auch ein bisschen fester, deswegen knistert das auch so. Und was man halt auch machen kann, man könnte das nachher durch ein Laminiergerät packen, also schieben, dass die Walzen das einfach nochmal platt drücken. Wobei ich da ein bisschen aufpassen würde mit dem Embossing-Pulver, weil das klebt dann, wenn es ein bisschen heiß ist. So, also wie gesagt, es sieht so ein bisschen aus wie Alkoholtinte, ist aber ja nur unsere Wasserfarbe. Ne? Also hier, man hört das, es knistert wieder, hier ist noch ein bisschen feucht. So, und jetzt haben wir hier schön die Kirschblüten mit so einem leichten Verlauf und es ist halt nur diese eine, nur ein paar Pigmentkügelchen aus den Flashpigmenten und mit den 40 Gramm kommt man wahrscheinlich sein Leben lang zurecht. Und auch da ist es so, dass wir sagen, wir kleben das auf eine schwarze Karteikarte, also die haben wir vorher schon ausgeschnitten und haben dann einen sehr schönen Hintergrund, aber die Karten zusammenbasteln machen wir erst, wenn wir hier die Techniken fertig haben. Genau, das ist auch eine Idee. Glätteisen und sowas funktioniert auch. Bügeleisen, also man könnte das dann auch glatt bügeln, wie gesagt, Backpapier drauf oder Teflon und dann einmal glatt machen. Wir lassen es jetzt erstmal noch ein bisschen trocknen und ich finde es halt ganz witzig, weil das ist ja hier die Rückseite von dem eigentlichen Design, ne? Obwohl das auch jetzt in der Kombination cool aussieht, aber hier dieses etwas zurückgenommene gefällt mir dann doch noch ein bisschen besser. Also so, das legen wir erstmal zur Seite zum Trocknen, also zu Ende trocknen und schon habe ich quietschebunte Finger. Und jetzt kommt eigentlich eine meiner Lieblingstechniken, die habe ich auf der Messe in Frankfurt kennengelernt, bei Paper Artsy. Richtig cool. Oh Gott, ich bin ganz blau an den Händen. aber das machen wir jetzt. Und zwar machen wir jetzt die Distress Oxide Wischtechnik. Erstmal einen Schluck Kaffee. Mm. Achso, wollte ich noch zeigen. Hier im Verhältnis zu der. Na, hier sind die Kügelchen nicht so da aufgesprungen. Da hat man mehr die Kugeln drauf und da passt es aber schon wieder. Und hier ist dieselbe Farbe, wirkt es halt so ein bisschen lila stichig, obwohl gar kein Blau jetzt da mit drin war. Es ist halt einfach viel flüssiger, viel dezenter, aber trotzdem auch cool. Gut. Und zwar haben wir Applikatoren, wir haben Distress Oxide Ink. Und wir haben unsere Karteikarten. Wie gesagt, wir machen davon zwei. Mehr Beispiele habe ich dafür nicht da. Und dann brauchen wir wieder einen Stempel. Und da könnten wir jetzt auch sagen, wir benutzen einfach den Kirschblütenstempel weiter, weil ihr damit halt den Unterschied seht, wie man das, wie man den noch verwenden kann. Also wenn ihr nur einen Stempel habt und ihr sagt, ich will aber Variationen, dann könnte man halt damit gucken, dass man noch mehr macht. So, und das ist dasselbe, was vorhin bei dem Japan-Buch passiert ist, bei dem Scrapbooking. Man macht ordentlich Stempelfarbe auf den Stempel. So, und dann stempelt man, Hauptsache das ist schon genug, stempelt man einfach mal das Motiv und jetzt nimmt man sich sofort den Schwammwischer und wischt das Motiv weich. Also dadurch hat man hier direkt einen schönen Übergang. Ne, es wirkt, als wäre das Motiv so leicht verwaschen und das funktioniert aber nur mit den Oxide Inks. Das funktioniert nicht mit den normalen Distress Inks, weil die Tusche ja zu schnell trocknet, also die kann man so nicht verwischen. Man verwischt im Endeffekt das Pigment auf der Tusche. So, und dann nehmen wir uns wieder noch auf der anderen Seite.
Also gut randrücken. Also je mehr, je gesättigter euer Stempel ist, desto cooler sieht das natürlich aus. Und dann nehmen wir auch wieder die andere Seite und stempeln hier. Wie gesagt, das ist eine meiner Lieblingstechniken. Man darf nur nicht zu lange warten, damit halt der Stempel nicht trocknet, bevor man hier fertig ist mit Wischen. Smoothing-Technik. Okay, also Wischtechnik oder ja, das genau, das nutzen viele. So, und jetzt geht man dann einfach auch nochmal um den Rand und wischt sozusagen mit der Farbe auch nochmal ein bisschen mehr in das Motiv. Ne? So. Also finde ich, ist eine total tolle Technik. Wie gesagt, habe ich auf der Messe in Frankfurt bei Paper Azzi gemacht. War total cool. Hätte ich fast meinen Zug verpasst. Aber das ist in Ordnung. So. So, sehr cool. So ein bisschen mit Schatten und Helligkeit arbeiten, das ist auch schön. So, einmal kurz hier den Platz sauber machen. So. Und jetzt brauchen wir natürlich ein bisschen Wasser, also weil diese Technik lebt natürlich auch davon, dass man das Oxide auch so ein bisschen reagieren lässt. Und das ist halt nochmal cooler, wenn man da diesen Effekt mit drin hat. Ja, also wenn ich jetzt das Tuch einfach nochmal... Also die Tropfen, die hier drauf sind, nochmal mit dem Tuch hochnehme, dann verschwinden die. So, ne? Also die Tropfen sind dann raus. Und ich habe dann hier so einen leichten Vintage-Effekt. Das ist ganz cool. Ich glaube, ich hatte noch ein bisschen blaue Pigmente an den Fingern. Deswegen wirken die Blätter hier jetzt so mehr blaustichig. Das ist eigentlich ganz cool. Und dann könnten wir halt nochmal, also bei den... Oxide Inks kann man halt sehr gut in mehreren Schichten arbeiten und bekommt dadurch halt diese Tiefe in dem Motiv. Also die überdecken jetzt jedes Mal, wenn ich rübergehe. Bei den Distress Inks, bei den normalen Distress Inks ist halt einfach nur, dass die Farbe ein bisschen intensiver wird. So, und dann können wir hier auch nochmal ein bisschen mehr. Lass mal das Ganze mal ein bisschen verwischen. Ja, und dann wieder trockenfüllen. Also, wie gesagt, ist eine ganz klassische Technik, ist jetzt nichts, auch nichts total Neues, und aber ist immer wieder schön. Und das ist halt auch nur ein Stempel, ohne viel Schnickschnack, ohne dass da jetzt großartig was mit passiert ist. Was man jetzt hier noch machen kann, jetzt gucke ich gerade, ob ich hier noch eine andere Farbe, Stempelfarbe da habe. Habe ich nicht, aber ich habe hier einen Reinker in einem schönen Farbton. Ich würde jetzt die Kirschblüten tatsächlich einfach anmalen. Und zwar nehmen wir jetzt hier einen Tropfen von dem Reinker und dann benutzen wir eine. Muss mal gerade gucken, ob ich hier noch einen kleinen Pinsel. Hier ist ein feiner Pinsel. Bisschen Wasser und dann können wir ganz einfach die Blüte so ein bisschen ausmalen. So. Ne? So ruhig und ein bisschen wilder, gar nicht so ordentlich. So. Also da kann man sich ruhig trauen, auch mal ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen und einfach so die Blüten querbeet anzumalen. Das ist überhaupt nicht schlimm.
Wenn ich jetzt möchte, dass die Blätter noch mal ein bisschen intensiver sind, kann ich da natürlich auch genau so mir ein bisschen von der Farbe auf meine Unterlage machen. So, und kann die Farbe genauso verdünnen und dann hier die Blätter noch mal so ein bisschen hervorheben, betonen. Also besonders hier, wo der Wassertropfen raufgekommen ist, um die einfach noch mal ein bisschen stärker einzufärben. Ne? Also so. So. Und dann habe ich hier ganz zart. Jetzt ist die Frage, wenn ich da jetzt nochmal mit Wasser drüber gehe, was passiert dann hier mit der Farbe? Löst sie sich dann an? Löst sie sich einfach nur auf? Können wir mal probieren. So. So viel passiert da nicht. Also blutet auch nicht wirklich aus. Ist halt einfach nur dann an der Stelle ein bisschen leichter. Also es sind halt auch Techniken, die super schnell umzusetzen sind. Also da muss man jetzt nicht so lange dran werkeln. So ein bisschen heiß. So. Ist eigentlich schöner, zarter Hintergrund. Könnten wir auch noch crackeln drauf. Also ein bisschen braune Farbe außenrum. Wir machen die jetzt einfach ein bisschen vintage. Hoppala. So, erst noch ein bisschen von der braunen Stempelfarbe von Nuvo. Und dann kommt nochmal unser Lieblings-Crackle-Stempel von Stamperia zum Einsatz. Einfach um die Ränder noch so ein bisschen, ein bisschen anders zu gestalten. Also ich mag den halt total gerne. Wichtig ist nicht so raufstempeln, sondern, also hier ist ja auch so ein Randstück und damit das Stempelkissen halt offener aussieht, also ausgefranster, wirklich vom Rand reinstempeln. Dadurch hat man dann halt einen authentischeren Crackle-Effekt auf der Ecke, wo das halt auch einreißen würde und nicht mitten im Motiv oder so. Das ist auch eher ganz zart. Genau. Also das ist mit dem Bürstenwerkzeug hat man halt wirklich ganz leichte Übergänge. Das ist halt, weil das halt so eine feine Bürste ist, ne? So, und auch hier nutzen wir wieder dann für den Hintergrund eine schwarze Karte und zaubern dann später eine fertige Karte draus. Und wie ihr seht, genau dieselbe Anordnung vom Motiv, aber same but different. Also gleich, aber anders. So, ich liebe diesen Crackle-Stempel. Also ich weiß gar nicht, was ich vorher gemacht habe, bevor ich den hatte. So, und jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen sauber machen. Diese Nuvo-Stempelfarbe, die ist Archon Brown. Das ist ein Hybrid-Stempel. Also der ist sowohl wasserfest als auch alkoholfest. Achso, uns fehlt noch was auf dem Motiv. Und zwar möchte ich hier auch noch einen Text drauf machen. Und dafür benutzen wir einmal die Light Modeling Paste und wir benutzen eine Black Shadow Hybrid Stempelfarbe für den Schatten, also für den Hintergrund. So. Und um das zu machen, nehme ich mir hier wir haben ja eine Schablone von Stamperia. Und da suche ich mir jetzt hier
ein Stück Text raus, der hier an der Seite sozusagen drüber geht. Also dieses Stück hier, diesen Text möchte ich gerne übertragen. Und dafür nehme ich mir jetzt halt einfach, ich habe keine Ahnung, was da drauf steht. Das ist auch nicht so wichtig. Es geht jetzt erstmal nur um die Technik. Schöner wäre natürlich ein breiterer Text. Also wo man ein bisschen mehr nachher von dieser Schattentechnik sieht. Aber das funktioniert trotzdem, so wie wir das hier machen. So, also man nimmt die Stempelfarbe und überträgt die mit einem Werkzeug der Wahl auf den Untergrund. So, dann habe ich hier einen kleinen Text. So, jetzt muss ich meine Schablone ordentlich sauber machen. Ganz wichtig, dass die sauber ist, damit sich gleich mein Motiv, mein Text mit der Paste gut auftragen lässt, ohne dass der dann grau wird. Also ohne, dass ich dann so Stellen drin habe. So. Ich führe das mal ganz kurz an. Ich weiß, die Stempelfarbe trocknet super schnell. Das wäre jetzt gar nicht unser Problem. Und jetzt habe ich, jetzt muss ich gucken, dass ich das deckungsgleich auflege. Also, dass der Stempel genau, dass die Schablone genau über dem Motiv ist, was ich eben gemacht habe. Ne? Also man sieht das, dass das hier so leicht Schatten wirft. Und erstmal die Paste aufmachen. Jetzt habe ich hier einen Silikonspachtel. Ich kann auch ein ganz normales Malmesser nehmen und suche mir hier ein bisschen die Paste raus. Die ist halt extra soft. Und so, jetzt ist ganz wichtig für diesen 3D-Effekt. Schablone deckungsgleich auflegen. Und dann entscheidet man sich, wo der Schatten sein soll. Also oben links, unten rechts, wie man mag. Ich mache den Schatten gerne unten rechts und dafür schiebe ich die Schablone einfach ein Stück nach oben und ein Stück zur Seite. So, das ist dasselbe Motiv. Und jetzt gehe ich mit dem Spatel, ich hoffe, das klappt, genau über mein Motiv rüber. Und gucke, dass ich das gut abziehe. Ich glaube, ich bin ein bisschen abgerutscht, aber im Wesentlichen ist das drauf. So. So, mal gucken. So, also hier bin ich ein bisschen abgerutscht, aber man kann erkennen, wie die Technik gemeint ist. Ne? Also unten rechts ist der Schatten und oben links ist dann die Paste drauf. Dadurch hat man diesen 3D-Effekt. Das sieht halt mit einer größeren Schablone einfach nochmal schöner aus. Also wenn ich jetzt Text oder irgendwas habe, dann ist das ein coolerer Effekt. Habe ich meine Karte hier? Habe ich natürlich nicht. Doch hier. Das ist hier die Karte, von der ich gesprochen habe. Und da sieht man das halt ganz gut. Da ist halt die Stempelfarbe unten rechts und dann haben wir die Schablone nach oben links geschoben und dadurch hat man... Sapuri ist auch da! So. Genau, also hier ist dann sozusagen das Motiv, kommt dann besser zur Geltung. Und durch diese, dadurch, dass man die Strukturpaste direkt über der Schablone abnimmt, ist das halt auch was ganz Leichtes, ne? Wollte ich euch hier eigentlich mit dem zeigen, aber diese asiatischen Schriftzeichen sind halt doch sehr filigran. Da muss man sehr genau arbeiten. So, und dann ist das aber trotzdem ganz cool, wenn man das dann so zusammen macht. Ne? Wir haben wieder nicht in einem Viereck muss Liebe stecken. Ne? Wir haben drei Bereiche, hier ist ein bisschen frei. Ist eigentlich eine ganz coole Karte, gefällt mir. Gut, mal kurz den Spachtel sauber machen. So. Also wir können das nochmal probieren mit dem Shadow. Soll ich das nochmal mit der mit einer größeren Schablone probieren? Oder sagt er, nee, Prinzip verstanden. Wir wollen einfach nochmal die Smooth-Technik sehen. Mal eben hier ein Feuchttuch. Genau. So. Das ist das einzige Doofe, dass man überall Farbe hat. Aber wir haben ja vorhin festgestellt, unsere Hände sind alle ähnlich koloriert. Alles gut. So, kurzen Schluck Kaffee.
Und dann machen wir jetzt zweifarbig. Und zwar habe ich lila und grün. Und da machen wir genau das Gleiche mit dem Shadow Stamping. Ist die Frage, ob wir jetzt das Kirschblütenmotiv nochmal nehmen oder ein anderes. Und je filigraner das Motiv, desto schwieriger ist es eigentlich. Aber wichtig ist, dass es, dass das Motiv verwischen kann. Also, dass da auf jeden Fall was passiert, was verwischt. Eins wäre toll. Gut, dann hole ich gleich nochmal die andere Schablone, mit der wir das dann probieren. Nein, wir nehmen die Kirschblüte nochmal und kurzen Moment, bin gleich wieder da. Wir haben eindeutig zu viele Schablonen. Da muss man erstmal suchen. Also, das ist hier die Original, Schablone. Da ist halt das Motiv ein bisschen größer, ne? Also ein bisschen besser. Also können wir das nochmal wiederholen. So, wir nehmen jetzt nochmal Distress Oxide Ink in, was für eine Farbe ist das? Wilded Violet. Also wilde Violette. So. Knock, knock, Penny. Haha. Ihr seid ja witzig. So. Okay. Wieder aus demselben, in demselben Bereich. Wir gucken mal. Nee, wir machen die im Querformat. So. So, und jetzt nehmen wir wieder den Schwamm und verwischen direkt dieses Motiv, damit es halt ein bisschen softer aussieht. Ne? Das ist dann, das hat so einen schönen Schein. So Schein. So. Und dann machen wir das nochmal. Und ich probiere dann einfach mit dem grünen Stempelmotiv vielleicht auch nochmal drüber zu stempeln. Das könnte ja auch klappen mit der grünen Stempelfarbe. Das ist immer dasselbe hier. So, okay, machen wir ein bisschen weiter am Rand. Und jetzt, also wie gesagt, es ist ungünstig, erst die Blumen alle durchzustempeln und dann zu wischen, sondern immer stempeln, wischen, stempeln, wischen. It's important to stamp and swipe and, in the same time, no, not same time, one after another, but not to stamp all the paper and then wipe it up. Because the ink dries and then the motif is yeah, dry and you can't wipe it. Was? Wipe it? Habe ich nicht gesagt. Wipen. Hier, wischen. Like Baby wipe. Also Tücher, ja. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr seht doch, was ich sage. Genau, ihr seht, was ich sage. Okay. Mal kurz den Platz sauber machen. Also das ist ja schon mal ganz cool. Und jetzt machen wir da noch grüne Farbe drauf. Und ich habe halt überlegt, ob ich bei dem Stempel, bei dem Motiv hier, die Blätter einfach noch mal in grün nachstempeln kann. Aber ich kann auch direkt grüne Blätter stempeln. Okay, ja, ich lerne auch Englisch. Das benutze ich nicht so oft, ne? Also, so. So, jetzt probieren wir das hier mit dem Grün, mit den Blättern. Direkt mal hier auf dem Motiv. So. Nehmen wir auf jeden Fall noch eins raus aus dem Motiv. Also ich mag das nicht, wenn die Papiere aussehen, als wären die, also als wäre es ein Ausmalbild, sondern es sollte immer schon so ein bisschen über den Rand hinausgehen, damit das dann harmonischer ist. Ach so, halt. Ach so, nicht wildes, sondern ach Mann, sag das doch. Ja. Es könnte ja auch verwildertes heißen. So, ne, man hat so einen richtig schönen Schein von dem Grün. Das machen wir jetzt hier oben auch nochmal. Aber wie gesagt, da würde ich jetzt direkt auf so einem lila Blatt noch mitarbeiten. So.
Und mal gucken, wie das hier drin aussieht. Ja, shiny. Ja, ich habe gerade kein Gelb. Habe ich Gelb? Ich habe Gelb. So, genau. Wir gehen jetzt mal hier mit dem Grün noch mal so ein bisschen außen rum. Ich könnte gelbes Distress da haben. Das könnte tatsächlich der Fall sein. So. Jodale. Ja, wir können hier in die Mitte gelb machen. Das ist dann, aber es ist überhaupt nicht meine Farbe, aber können wir hin. Moment. Und dann machen wir die Farbe da drauf. Ist ja gemein, ich habe gar kein gelbes, keinen gelben Schwamm mehr da. So, ich habe hier noch ein Amber, ein Fossil Amber. So, wir nehmen jetzt einfach mal hier so eine Bürste und versuchen damit mal die Farbe so leicht aufzutragen. Blenden das so ein bisschen in das Grün, ein bisschen in das Lila. So. Witzig, dass das Gelb mit dem Lila, das wird ja dann so braun, ne? Das verstärkt sich halt ein bisschen. So. So. Okay, dann haben wir das, das und das. Diese Bürsten, die haben wir auch im Shop. Das ist kein Problem. Ansonsten guckt in der Kosmetikabteilung. Also wenn ihr diese Bürsten sind eigentlich Make-up-Applikatoren. Also die kommen aus dem Kosmetikbereich und da bekommt man sie oft auch günstiger als im Bastelbereich. So, jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Wasser. Wir wollen ja den Effekt auf jeden Fall wieder so ein bisschen hervorheben mit dem, dass es eine Oxide-Ink ist. Dass da so ein bisschen was passiert drauf. Und dann kommt die Shadow-Technik nochmal. Kurz, das ist so feucht hier. So. Es sollte auch wirklich trocken sein. Okay. I can send it to USA. If it's only a letter package, it's not so expensive to send it to USA. Also wir versenden auch in die Staaten. Wenn das nicht so schwer ist, bis 500 Gramm oder sowas, sind das irgendwie 8 Euro, like 8 Dollars. It's not so expensive. And ja. Okay, so. Schön leicht. Ist gar nicht so intensiv, wie ihr das vielleicht jetzt seht. So, und jetzt machen wir nochmal das Gleiche. Und zwar, wir nehmen jetzt die Schablone. Und jetzt klebe ich aber ein Teil ab, weil ich möchte nicht, dass hier das so aussieht. Und jetzt muss ich gucken, ob ich hier doppelseitiges Klebeband oder irgendein Malerkrepp habe. Malerkrepp. Aha. Da habe. Ja. Genau, ich benutze die auch, diese Schablonen, Schablonierwerkzeuge benutze ich besonders gerne für die Schablonen, weil das ganz leicht geht, ne, damit die Motive zu übertragen. So, wir nehmen Time to Fly hier.
hier on this stamp. Wir nehmen hier Zeit zum Fliegen auf der Schablone. So. Und dann, ich weiß, das ist nachher mit dem Abwischen auch ein bisschen doof, aber noch ein bisschen länger machen. Aber das passt schon nachher. So. So. Jetzt habe ich hier das abgeklebt, damit wir halt nicht diesen Bereich auch noch mit nutzen müssen. So, und jetzt können wir die Schablone, wir machen die hier unten mit hin, nicht zu doll aufdrücken, und nehmen wieder eine schwarze Farbe. So, okay. So, jetzt übertragen wir halt den Text. Man könnte das natürlich auch mit dem Schwamm machen oder so, aber ich mag die Bürsten halt viel lieber. So, die ist jetzt auch ein bisschen groß. So, ne? Time to fly. Ist ein bisschen schief. Aber ist nicht so schlimm. That's okay. Then I asked Christiane, what do they mean? Did they mean they she mean with knock knock Penny? And then it's from the Livestream and ja, wir kriegen das hin. So. So, einmal sauber machen, auch auf der Rückseite. So, bisschen trocken tupfen. Wir wollen ja nicht, dass So, try again. Also, öffnen, Paste aufnehmen. Wie gesagt, ihr könnt auch viel benutzen. So, und jetzt. Also, die Schablone deckungsgleich auf das Motiv legen. Wirklich genau so. Dann ein Stück nach oben und ein Stück zur Seite. Also ich zeige das nochmal hier in bisschen näher. Also ihr habt euer Motiv, ihr legt die Schablone auf und guckt, dass die wirklich deckungsgleich über dem Schablonenmotiv ist. Und dann schiebt ihr die Schablone ein Stück nach oben und ein Stück zur Seite. Nicht so weit, also vielleicht so und so. Ne? Nicht so viel, also ein paar Millimeter sind es nicht, es ist wirklich nur ein Müh. So. Mal gucken, hoch und zur Seite. So, und now, try again. Apply the modeling paste. You can use many of that, but you have to pull it up. Only the high of the stencil. Es ist nur die Höhe von der Schablone und nicht höher. So. Tada! Yes, perfekt. So. And now I have to clean the stencil because the paste will dry in minutes. It's a light paste from PentArt and it's a good stuff. And it dries very, very fast. Also die Paste trocknet wirklich sehr schön schnell. Also besonders wenn sie so dünn aufgetragen ist. Und deswegen muss man die jetzt gut sauber machen, damit das ordentlich wird. Yes, it's a mu. It's a measure of it's more than a little, but less than a little. It's a mu. I don't know. It took, yes, it took a bit, a small bit, a little bit. It's a mu. So. Now you can see it's three-dimensional. No? You have the shadow. And when it's dry, it's a smooth texture. Also wenn das getrocknet ist, ist das
Das ist ein Silikonspatel. Der hier, ne? Ist wie die Spatel von Finnewehr, der ist nur von Elko Pinsel. Den hat mein Vertreter hier verlassen. Kann ich auch bestellen. Ich habe jetzt extra einen gesucht, der hier vorne gerade ist. Wir haben ja auch Silikonspatel, die kleiner sind, aber die haben hier vorne einen Bogen. Das ist eher, wenn man jetzt sehr hoch arbeitet, dann macht sich der gut. Aber ich wollte jetzt einen mit einer geraden Kante als Spatel für diese Technik. Ne? Und auch hier nehmen wir nachher wieder eine schwarze Karte, packen die da drunter und schon haben wir eine total tolle Itsy Bitsy, like a spider. Tiny, ja. Yeah. Ach, so many words for little things. Genau. Und dann haben wir hier eine kleine Karte. Looks like Hawaiian Style. so ein bisschen was Karibisches. Aber wir haben auch wieder in der Anordnung die Kirschblüten oben links, unten rechts, wie bei den anderen Karten. Und auch wie bei dieser Karte. Also es ist immer dieselbe Anordnung, aber sieht trotzdem anders aus. So, mal kurz die Schablone sauber machen, sonst härtet mir das jetzt dann doch aus. Das wollen wir nicht. If you're on the fair in Frankfurt, you get this when you do a workshop. That was so cool. And I lost the time. Also ich habe, das war der letzte Kurs. Ich war da mit Simone. Das war sehr cool. Belinda und Olga waren auch auf der Messe. Das war echt eine coole Geschichte. Ich habe den Kurs gemacht. Dann war so, ja, der dauert nicht lange, eine Stunde oder sowas. Und dann war es 19 Uhr und um 19:30 Uhr ging unser Zug vom Hauptbahnhof. Und dann mussten wir noch von der Messe zum Hauptbahnhof in Frankfurt. So, aber hier haben wir wieder Kirschblüte oben links, unten rechts. Und die sind alle derselbe Stempel und trotzdem sehen die anders aus. Same but different. Wo wir wieder beim Thema sind. Und hier nochmal die Türkise, die fiese Türkise. So, es ist schon, ja, irgendwie von der Anordnung her ist das schon echt witzig. So, das war das. Ich packe mal kurz hier das Zeugs zur Seite. Das Zeugs ist auch gut, ihr wisst schon. Dingensbummens, Kram. So, die Karten kleben wir nämlich erst, wenn die trocken sind. Julia war so lieb und hat mir die Karten schon geschnitten. So, die muss hier extra trocknen, weil da ja Paste drauf ist. Und da ist so bei dieser letzten Karte, kann ich noch mal kurz zeigen, bei der hier kommt zum Schluss noch mal ein bisschen Braun mit dran, damit das, ja, ich mag diesen Vintage-Charakter halt sehr gerne. Und wenn man dann mit dem Vintage-Farben so über die Strukturpaste geht, kommt das natürlich auch noch mal richtig schön raus. So, aber jetzt teste ich mit euch eine neue Technik, die ich noch nicht also die ich nicht wirklich ausprobiert habe. Und zwar machen wir jetzt Baby-Wipe-Technik. Das heißt, wir brauchen eine Karte. Wir nehmen mal auch hier so eine Probekarten. Das sind hier Reststücke in einer anderen Farbe. Mal gucken. Moment. Wir probieren das direkt hier auf einer einfachen Karteikarte. Wir probieren erstmal und dann. Das erinnert dich. Ja, das ist Stempelfarbe auf Glasmatte. So. Ja, die Messe in Frankfurt, das ist. Wir freuen uns alle wieder, wenn wir wieder zum Messen dürfen. Ne? So, dann habe ich hier einmal zum Probieren die Reinker von Jetzt Distels. Dann habe ich auch zum Probieren Liquitex-Tusche. Hoppala. So, dann habe ich Feuchttücher und ich habe eine Pappunterlage. Wir müssen einfach mal gucken, wie das am besten funktioniert. So, und jetzt braucht man zwei, drei Stück von den Babytüchern. Die haben hier auch kein Logo. Das ist meine Hand, die blau ist. Okay. Da ist jetzt hier auch nichts drauf, sondern die sind einfach nur weiß und außer da durch meine Hände blau, haha. So, aber mehr ist das eigentlich nicht. Ich habe jetzt hier die Feuchttücher einfach nur gefaltet und gehe da jetzt direkt mit dem Reinker drauf und setze hier einen Tropfen drauf. So, und jetzt seht ihr, das Feuchttuch zieht so ein bisschen den Reinker auseinander.
weiß gar nicht, ob das, was ist denn das? Raspberry. So, und dann haben wir noch Bariton. Ich weiß gar nicht, warum wir hier immer so pink und türkislastig sind. So, wir probieren das. So, und jetzt brauchen wir wieder einen Stempel, ich mal einen einfachen, der so ein volles Motiv hat. Also ich glaube, mit den Kirschblüten wird das gar nicht so gut funktionieren. Weil das Motiv eigentlich gefüllt sein muss, damit das gut aussieht. Also rein theoretisch müsste das hier. Oh, das ist noch nie benutzt worden. Moment. Also das ist ein volles Motiv. Das müsste eigentlich funktionieren. Mal gucken. Und jetzt, wir können das jetzt hier runternehmen. Jetzt tupft man das hier einfach so ein bisschen rein, so ein bisschen bewegen. Und jetzt sollte es rein theoretisch, sollte es jetzt einen Farbverlauf haben. Das gefällt mir nicht. Wir probieren doch unser Kirschblütenmotiv. So, und dafür nehmen wir mehr von dem Reinka. So, wir nehmen einfach noch mal ein bisschen mehr. Das Motiv ist ja ein bisschen größer und versuchen das jetzt noch mal so zu machen. Wie gesagt, wir testen gerade erstmal, ob das so funktioniert. Ja, holla. So, jetzt hab ich halt einen leichteren, weicheren Übergang von dem Motiv zum Rest. Und witzig, ich könnte das jetzt auch verwischen. Also, ne? So, also funktioniert, können wir also auf der Karte auch machen. Und wir probieren aber auch noch aus, ob das mit den anderen Tuschen, also das sind ja Reinker, das heißt, sie sind auf jeden Fall wasserlöslich. Und das sollte darauf funktionieren. Das sind die hier. Und jetzt ist die Frage, ob das auch mit anderen Acryltuschen funktioniert. Also hier haben wir jetzt eine Acryltusche. Ne, die ist ja auch erstmal wasserlöslich. Also sollte schon ein wasserlösliches Medium sein. Und das sind jetzt die gedämpften Töne. Ist auch ganz cool. Mal gucken. So, mehr als probieren können wir ja nicht. So, jetzt mache ich kurz den Stempel sauber, damit der nicht gleich, also damit das nicht direkt genauso aussieht. Und jetzt haben wir hier auch so, also ein bisschen drehen das Motiv dabei. Und dann nehmen wir hier nochmal, komm her, noch eine Karteikarte und probieren das. Ach, Gott sei Dank habe ich den zugemacht. Holla. Und stempeln jetzt mit der Acryltusche und versuchen, das Motiv damit zu übertragen. Und das geht nicht. Okay, gut, haben wir das getestet. Die Frage ist, ob man das so übertragen kann. So übertragen geht. Also die Tusche ist zu dünn, als dass sie sich so übertragen lässt, aber man kann sie auf ein Tuch machen und dann halt eine weichere Wischtechnik damit erzeugen. So, das heißt, wir probieren mal, wie lange diese Farbe jetzt auch hält. So, also wie lange ich die jetzt mit dem Stempel hier aufnehmen kann. Ist ja fast ein Hintergrund, ne? Also wenn man das jetzt so nimmt, jetzt drehen wir das mal und machen mal rosa Blütenblätter. Es funktioniert, ist super. Also kann man auch ein bisschen länger mit stempeln. Irgendwann überträgt sich der Stempel auch auf das Feuchttuch, sehe ich gerade. Ich zeige euch das gleich. Und ja, guckt mal, ist das nicht cool? So, und rein theoretisch, dadurch, dass das ja
die Reinker sind, kann ich jetzt hier einfach drauf sprühen. Nicht nur theoretisch, auch theopraktisch. Und kann das Papier dann an der Stelle nochmal so ein bisschen anfeuchten und habe halt, also jetzt hier einen schönen Hintergrund. Also es ist ja nur ein Probestück. Da ging es jetzt gar nicht darum, dass das richtig perfekt aussieht. Das ist hier nur zum Probieren, damit wir das dann nachher auf der Karte richtig machen können. Ein bisschen wie so Aquarell verwaschen, also anderer Effekt als eben mit dem Wischen. Also durch das Aufbringen jetzt von Wasser haben sich so ein paar Sachen rausgelöst, aber ein paar Sachen stehen halt auch noch. Ist ein schöner Hintergrund. Also gefällt mir, aber ich mag die Farben auch total gerne. So, okay. Das heißt, ich wasche mir mal kurz die Hände. Haha. So. So. Okay, gut. Also das war jetzt hier Liquitex-Tusche. Das hat nicht so gut funktioniert. Die stellen wir direkt wieder weg. Das kann weg. Und hier haben wir noch bisschen Pigment von dem Reinker drin und machen einfach wieder unsere Kirschblüte oben links, unten rechts und hoffen mal, dass die Farbe immer noch abfärbt. So, also immer ein bisschen drehen, damit der Übergang auch weicher ist. Und jetzt kommt hier direkt das Motiv drauf. Das klebt. Ach, sehr, sehr cool. Also ist so richtig schöner Farbverlauf. Aber ich würde auch noch mal ein bisschen Farbe drauf machen. Ich vertraue dem Prozess nicht ganz. Also ich hätte gerne hier einfach noch frische Pigmente drin. Und wir haben ja festgestellt, dass wir diese Tücher auch nachher für den Hintergrund einfach zum Verwischen nehmen können. Das ist jetzt, glaube ich, das intensive Pink. So, und man braucht halt auch nicht wirklich viel, ne? Also, so. Sieht ganz witzig aus, die Fläche hier. So, und dann machen wir einfach nochmal, aber wir drehen das jetzt einfach, damit das Türkis auch eine Möglichkeit hat, präsenter in dem Bild zu sein. So. Und jetzt treffen sich die beiden Blumen da in der Mitte. So. Sehr cool. Ich könnte das jetzt auch mit transparentem Embossingpulver noch hervorheben. Also, Moment, hole ich mal eben. Hält, also ob die Farbe noch feucht genug ist, um das jetzt mit dem transparenten Embossingpulver gucken, ob das noch haftet. Moment, liegen wir eben ein Papier drunter und gucken mal. Nee, haftet nicht, aber normalerweise könnte man mit, also müssen wir gleich nochmal ausprobieren, wenn es frisch gestempelt ist, auch drauf embossen. So, aber hier haben wir jetzt hier unser schönes Motiv. Wir machen einfach noch ein paar Blätter ran. Also, so wie es aussieht, färbt es schon noch ganz schön. Und dann können wir hier einfach noch so ein bisschen reingehen. Und jetzt will ich den Rand auf jeden Fall noch ein bisschen verwischen. Und ich habe, es ist so witzig hier mit der Farbe. Guckt mal,
So, also ich habe jetzt einfach ein bisschen von der Farbe mit dem Feuchttuch aufgenommen und tupfe die, also wie mit dem Applikator eigentlich, hier nur dazwischen. Oder kann sie halt auch so ein bisschen verwischen. Muss ich sagen, gefällt mir auch sehr gut. Ne? Hat so was Verwunschenes. Jetzt will ich aber auch auf jeden Fall noch ein bisschen von dem Türkis abhaben. Hier. Und dann in der Kombination wird das dann so lila. Das ist auch geil. Also schöner Effekt. Auf jeden Fall. Ne? Mein Problem ist, dass meine Finger nicht ganz sauber sind und dadurch verwischt natürlich auch hier das Motiv so ein bisschen. So, jetzt nehmen wir einfach nochmal ein bisschen Wasser und gucken mal, wie sich das hier gleich verhält. So, also hier das Pigment ist auf jeden Fall, also das ist schon sehr ergiebig. Also es ist auch schön feucht, ne? Ist wie in einem Stempelkissen. Nur dass es hier so ausblutet. Ich würde jetzt auch noch mal, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das hier bei dem anderen mit dem Hintergrund so cool, dass man jetzt hier noch mal einfach mit dem Motiv auch noch mal reingehen kann. Einfach wie so ein Hintergrundpapier bei der Karte. Und dadurch, dass das Motiv so auslaufend ist, also keinen Anfang und kein Ende hat, kann man halt sehr cool hier mit den Blüten arbeiten. So, einmal kurz sauber machen. Und also ich muss sagen, hier drei Feuchttücher und dafür dann so ein Effekt ist schon cool. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch mit anderen wasserlöslichen Medien geht. Ich denke nicht, dass das mit Alkoholtinten oder sowas geht, weil das einfach nicht das Lösemittel ist. Ne? So. Also hier haben wir jetzt das Motiv so. Und was ich jetzt aber noch machen möchte, ich glaube, ich brauche da noch ein paar türkise Sprenkler. Also das geht so nicht. Und was ich nicht mache, ich mache jetzt hier nicht das Papier in die Farbe, sondern ich nehme mir einfach hier den Pinsel und setze hier von oben noch so ein paar Sprenkler und von unten da nochmal. So, das ist cool. Das mag ich. So, und dann habe ich den ganzen Platz voller Sprenkler und ganz viel Farbe an den Fingern. Und dann sprühen wir das einmal nochmal trocken. Sprühen ist gut. Wir füllen das nochmal trocken. Ist noch ein Tropfen drauf. So. Na, da ist jetzt ein bisschen mehr passiert, einfach weil ja, das cool ist, dass man das damit machen kann. Also es ist so ein bisschen,
wie ein Geschenkpapier, ein größeres Hintergrundpapier. Und wenn ich das jetzt auch auf einem schwarzen Grund mache, dann leuchtet das natürlich nochmal cooler. Und was ich auch noch machen kann, ich kann dann nachher noch rumdudeln. Das heißt, ich nehme mir schwarzen Stift und male so ein paar Sachen nach. Das können wir später machen. Die können wir auch zur Seite legen. Und jetzt habe ich hier ja noch eine Karteikarte und probiere mal kurz, wie unser Papier mit dem... Oh, ist das intensiv. Hier, ne? Das ist die Seite. Und in die andere Richtung wird es dann halt lila. Also da ist jetzt hier so viel Pigment drin. Das ist ja krass. Muss man auch erstmal erfahren, ne? Dass das hier so intensiv gesättigt ist. Also hier ist so viel Farbe in dem Tuch drin. Da kann ich hier noch einige Geschichten mit einfärben. Bisschen viel Pink, aber okay. So. Und dann können wir hier nochmal. Und mein Finger ist blau. Geil. Ist das cool? So. Ne? Und das ist halt einfach nur das Pigment in dem Feuchttuch. Also vom Hintergrund hier ja das Türkis neben dem Pink mit meinem blauen Finger. Und jetzt... Geil. Also wenn das nicht cool ist, so auch für Hintergründe oder sowas. Und jetzt könnte ich zum Beispiel probieren, das Türkis hier nochmal mit anzusetzen. Und hier so ein bisschen weiterzuziehen. Und natürlich auch bei dem Pink hier oben noch mit reinzugehen. So. So ein bisschen wie so ein romantisches Strandbild, ne? Jetzt fehlt hier nur noch das kleine Boot und so ein paar Palmen oder sowas. Und dann hat man da ein schönes Ozean, Strandbild, Sonnenuntergang oder sonst was. Und also von der Intensität her ist das schon der Hammer, wie viel Farbe hier in diesem Tuch drin steckt. Also da waren jetzt 6, 7 Tropfen drauf. Und ja, kann man schon einiges mitmachen. Das heißt... das Tuch erst weggeben, wenn nichts mehr passiert. Also können wir mal ein bisschen dran rumdrehen. Ne? Können wir so eine Bubbles machen. So, was haben wir noch? Ich habe hier noch ein Stück Karte. Wir machen das noch alle. So, und jetzt nehmen wir die, ich weiß nicht, wie ich sie anfassen soll. Jetzt nehmen wir sie so. Ja, jetzt wird es ein bisschen weniger. Bisschen nur. So. Und jetzt machen wir das noch in die Richtung. Jetzt haben wir türkise, ein Schottenmuster. Ja, also auch Hintergrundkarten. So, aber jetzt trenne ich mich von dem Papier. Wobei, brauchst du doch nochmal. Und zwar kann man ja die Oxide-Inks auch auf dunklen Untergründen benutzen. Jetzt wäre die Frage, wie das dann aussieht. Ob hier noch ein bisschen was drin ist. Jetzt müssen wir doch nochmal einen Tropfen drauf machen, weil den Effekt, den brauchen wir. So, ein Tropfen davon und ein Tropfen davon. So, und danach kann ich mir die Hände waschen. So, jetzt habe ich hier... nochmal frische Tropfen drauf und jetzt gehen wir hier einfach über das schwarze Papier drüber und haben hier auch schöne Streifen im Hintergrund. Guck mal. Ne? Und das ist halt das Tolle an diesen, also dadurch, dass da Pigmente drin sind, die Decken sind, hat man halt doch noch Variationen, die man so sonst nicht hätte. So, jetzt brauche ich aber nochmal ein Tuch oder ich gehe mir kurz die Hände waschen. Ich muss die Karten noch zusammenbasteln. Ich gehe mir mal ganz kurz die Hände waschen, sonst kann ich die Karten nicht gut zusammenkleben. Das machen wir eben noch.
gut. Meine Hände gehen nicht mehr sauber. Als kleiner Tipp. Handschuhe tragen. Also, weil das ist schon ganz schön. ja. So, also wir haben ja jetzt hier diese ganzen tollen Geschichten. Wir können natürlich auch das so zusammenkleben, dass da halt die Hintergründe sich gut kombinieren lassen, ne? Obwohl dann ein anderes Papier, eine andere Farbe auch cool aussehen würde. Also das ist schon mal gebombt. Kann man natürlich auch wunderbar ausstanzen, ne? Ja, auf jeden Fall, ne? Hier diese Verbindungsstellen und so, das sehen ein bisschen aus wie Bambus. Oder hier, wie gesagt, diese kleine Geschichte, da könnte man jetzt auch eine Skyline drauf machen. Man sagt, okay, man nimmt ein Edding oder einen Marker. Hier einfach irgendeinen Marker und dann fängt man an und setzt unterschiedliche Formen auf. Ne? Und dann da muss man gar nicht so viel drüber nachdenken. Einfach so. So, kleines Haus, großes Haus. So, bisschen langes Haus, irgendwelche Türme. So. Und schon hat man hier eine schöne kleine Skyline oder irgendwas. Also das kann, ich weiß nicht, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte hier so ein bisschen mehr, dann kann man da natürlich auch gucken, dass man irgendwelche Wahrzeichen da mit reinsetzt. Irgendwas, also ja, was man halt so machen kann. Wir können auch ein paar Bäume reinmachen. So. Ne? Zaun. Also, wo die Reise hingeht, ne? Kann man sich selber überlegen. Einfach nicht so viel drüber nachdenken. Irgendwas drauf machen ist natürlich eine witzige Idee für eine Karte. Aber was ich eigentlich hier bei der hier meinte, ist halt auch, dass man das gut doodeln kann. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein bisschen dabei bleiben. Ich mache die Karten jetzt auch noch fertig. Also so 20 Minuten werde ich auf jeden Fall noch hier beschäftigt sein. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch noch weiter zuschauen. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und hier, also ich mache jetzt hier einfach noch so ein paar Doodlings mit den Kirschblüten, mal die so ein bisschen nach, soweit ich die erkennen kann. Ne? Also, und das ist so ein Edding, so ein Permanentmarker oder sowas, da kann man schon auch nochmal in das Motiv reingehen und ein bisschen was gestalten. Ne? Also hier fehlen noch. Ne? So, haben wir noch ein paar Vögelchen. Das ist halt schnell gemacht. Oder ich kann euch auch schnell eine Palme zeigen, wenn ihr wollt. Also mache ich die Kirschen gleich weiter. Also Palme auf die Schnelle. Und zwar, ihr macht 1, 2, 3, 4, 5. Ne? Mehr ist das nicht. 5 Streifen. Und jetzt setzt ihr hier einfach ein paar Palmblätter an. Zick, zack, zack, zick, zack, zack. Ihr könnt die natürlich auch so malen, wenn ihr sagt, ich hätte es gerne authentischer, aber es geht halt auch mit diesem Zick-Zack-Zack. So, so, nicht so viel drüber nachdenken. So, und dann arbeitet ihr euch
einfach mit der Palme hier runter. Ne, immer schön in einem Bogen arbeiten. Und dann malt ihr die aus. So. Weil diese Szenen mit den Schattierungen oder sowas, die leben halt davon, dass man ja nicht wirklich erkennen kann, was da drin ist. Und wenn ihr euch so ein bisschen vermalt habt, ist das auch nicht schlimm. Das weiß ja keiner, dass das nicht so aussehen sollte. Das ist die einfachste Art. Also das ist auch das, was ich mit Kindern mache. Wenn die bei mir einen Malkurs haben oder sowas, dann dürfen die so eine Art von Bildern gestalten. Und dann malt ihr hier einfach den. So, schwuppdiwupp, habt ihr eine kleine Palme. Was geht noch? Ihr könnt hier natürlich auch noch so ein paar Berge in so einer Bucht mit reinmachen. So. Na, schon haben wir die Umrandung. So, und dann ja, könnt ihr dann natürlich auch das kleine Fischerboot, ne, erkennt man halt auch. So, steht hier. Das ist ein bisschen weiter draußen. Und das einfach nur aus dem Rest von diesem Papier, von dem Feuchttuch, ne? Also ohne viel mitzumachen. Also, schwuppdiwupp habt ihr hier eine kleine Landschaft. Dann machen wir hier noch ein paar Vögelchen rein. Ne? Und dann könntet ihr natürlich hier auch nochmal eine Reflexion reinmachen. Und zwar nehmen wir ein Feuchttuch und sagen mal, hier an der Stelle scheint die Sonne. Ach, scheint die Sonne. Geht die Sonne unter oder ist der Mond oder irgendwas ist da auf jeden Fall heller. Und dadurch, dass wir ja hier mit der Distus Ink gearbeitet haben, können wir es halt auch so ein bisschen rausholen wieder. Ne? Und schon habt ihr da nochmal eine Reflexion auf dem Wasser und so. Also ganz easy, gar nicht so aufwendig. So, jetzt machen wir die Kirschblüten weiter. Das war ein kleiner Exkurs. Genau. So, und jetzt ist jetzt hier auch nur so eine Art Experiment hier, wie die Blüten aussehen könnten. Das ist jetzt der Stempel, der einfach so ein bisschen nachgemalt ist, also gar nicht so doll drauf achten, wie die Kirschblüten wirklich aussehen. Das ist hier nur so ein kleiner Test. So, hier noch ein paar Punkte. Das Witzige ist, wenn man mit den Stempeln übt und die nachmalt, dann lernt man halt tatsächlich auch selber malen. Ne? Also das ist gar nicht so schlecht. Also so, die Kirschblüten nochmal nachgemalt. Hier die Kirschblüte kann man gar nicht erkennen. Das ist auch in Ordnung. Und da geht es jetzt einfach nur darum, wenn ich die hier auf diese schwarze Karte klebe, dass das mit dem Schwarz, mit dem Dudeln einfach nochmal viel cooler kommt. So, ist unsere Farbe getrocknet? Ja. So, die Paste hier ist trocken. Sie ist auch erhaben. Ne? Kann man, glaube ich, hier super sehen. So, und wie gesagt, die distresse ich jetzt nochmal mit der braunen Stempelfarbe. Hoppala. Ja, ich habe jetzt hier ein bisschen Gelb drin, aber das ist nicht so schlimm. Und gehe jetzt hier einfach nochmal mit dem Braun so ein bisschen drüber und kann hier auch so ein bisschen über die Schrift gehen. Dadurch wirkt die nicht ganz so krass gelb-weiß, meine ich. Sieht einfach ein bisschen romantischer, harmonischer aus. So. Genau. So, und dann nehmen wir hier ein
das Kleber. So. Tada. Und jetzt kleben wir das auf den schwarzen Cardstock. Der ist einen halben Zentimeter größer als meine Karten sind. Also die Karten sind, Moment, wo habe ich den Zettel? Irgendwo habe ich es aufgeschrieben, 9x14. Die Karten sind 9x14. Das schwarze ist 9,5x14,5. Und die Karte, wo das dann draufgeklebt wird, die ist 15x20. Also hier, die ist 15x20. Da kommt das Motiv auch mittig draufgeklebt. Und dann habe ich hier eine kleine Klappkarte. Ich muss nur gucken, dass der Untergrund dann sauber ist, damit meine Karte nicht dreckig wird, wenn ich die jetzt zusammenklebe. So. Hier auch einfach den Expresskleber. Das Schlimme ist, dass meine Hände halt eingefärbt sind und dass dadurch natürlich auch die Karten sich so ein bisschen einfärben. Und das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Also, dass dann sozusagen mein Motiv oder meine Arbeit, die ich jetzt hatte, durch meine Hände sozusagen versaut werden. Wo das ja meine Hände Arbeit ist, die das gemacht hat. So. Ne? Genau. Und dann habt ihr eine schöne Klappkarte mit einfacher Stempeltechnik und 3D-Technik. Das war die. Dann hatten wir eine Karte. Gucken, ob wir die kleben können. Die ist jetzt ja so ein bisschen schwieriger zu kleben und da lösen sich auch immer noch ein paar von den Kügelchen ab, besonders wenn ich jetzt Kleber nehme, hat man dann da auf jeden Fall so ein bisschen Pigment noch zwischen dem Kleber. Wenn man das jetzt auf einer Leinwand macht, dann bietet sich das an, da einfach mit einem Sprühlack das zu fixieren und dann erst weiterzuarbeiten. Ich gucke, dass die Leinenstruktur oben ist, dass die schön zur Geltung kommt. Trotzdem. So. Der Kleber ist hier drüber. Es ist halt durch das Embossing löst sich das da so ein bisschen an. So, sehr cool. Gut andrücken. Sehr schön. Und auch hier wieder eine Karte. Hoppala. Eine Karte. Auch wieder aus Cardstock. Und schwuppdiwupp habe ich da einen schönen Untergrund. Ich könnte jetzt, wie gesagt, wenn man jetzt hier einen andersfarbigen Untergrund nimmt, kommt das Motiv gleich ganz anders zur Geltung. Ne? Das wäre auch eine Möglichkeit, um mit den Farben nochmal zu arbeiten. Aber wir hatten uns hier für einfarbige Kartenvariationen entschieden, damit die neutraler sind und wir die auch tatsächlich in Verkauf packen können. Und die meisten Leute haben Angst vor bunten Karten. So. I glue all the cards elements together to have the finished cards. And final, I will choose some words and sentiments to finish my cards. Also ganz zum Schluss klebe ich auch nochmal einen Spruch auf oder irgendwelche anderen Deko-Elemente, die dann hier, da ist immer noch Kleber dran, sozusagen meine Karten vollenden. So, auch hier. Hier zwei Karten. Wie gesagt, hier noch ein schöner Spruch. Das kommt bestimmt gut. So, welche haben wir noch? Wir haben, oh, die pinke. Die pinke ist auch so schön. Die ist toll. Aber ich nehme mal noch ein neues Tuch. Hier machen wir nichts Braunes mehr ran. Das ist so toll. Ich weiß genau, wo mein Mülleimer hinter mir steht und dass ich einfach nur die Tücher hinter mir fallen lassen muss. So, hier, das kann ich nochmal wegstellen. So, Skyline, bla. So. Also das hier, das ist auch was Cooles, was so
sehr easy ist und was ja für einen Hintergrund, also man könnte jetzt so einen ganz langen Streifen machen oder sowas, das ist so toll. So, also hier auch wieder ordentlich Kleber in den Hintergrund. Also das Papier ist jetzt ja so trocken, da muss ich ein bisschen mehr Kleber verwenden. Und dann klebe ich auch hier wieder auf die Leinenseite die Karte auf. Was ich ganz schön finde, außer meine pinken Finger, ist, dass die Karten, die sind beim Schneiden so ein bisschen ausgefranst und dadurch hat man halt so eine unsaubere Kante und das mag ich eigentlich ganz gerne. So, ich klappe die nur zu, damit ich darauf rumreiben kann, ohne dass ich daran hängen bleibe. Oder dass ich die einfärbe mit meiner dreckigen Hand. So. Das ist auch wieder Expresskleber, das heißt, es geht schon relativ schnell, dass der anzieht. Und auch hier haben wir wieder eine Karte. Ich habe da mal was vorbereitet, wo dann ja, das Motiv einfach draufgeklebt wird. Und schon habe ich da meine sehr schöne kleine, weiß ich, Geburtstagskarte oder einfach nur so Karte oder Get Well Soon Karte, gute Besserung, Ruhestand, was auch immer. Oder Happy Cherry Blossom Festival, Celebration, whatever. Also, da könnt ihr euch frei entfalten, was euch da gefällt. So. Hier würden jetzt auch mit Nuvo Drops noch so kleine Punkte richtig cool aussehen. Ich packe die Sachen auch gleich nochmal zusammen. So, 1, 2, 3. Drei Karten. Vier Karten. Hier ist die andere, wo die Struktur halt nicht so schön geworden ist. Ne? Also es ist schon eine Struktur, aber sie ist nicht so schön geworden wie die letzte Strukturkarte. Aber sie hat auch ihre Daseinsberechtigung. Nicht wahr? So. Was ist nächste Woche geplant? Am 30. startet unser erster Kreativsalon. It's ein Kreativsalon, ist sozusagen ein Livestream am Freitagabend, das Freitagabendprogramm, ja, wo wir auf jeden Fall halt klassische Mixed Media und Maltechniken zeigen und ich werde anfangen und werde einfach mal wieder ein Schablonenmotiv von meinen Frauen verwenden und daraus ein Bild machen und am Sonntag ist ja schon der, lass mich lügen, 2. Mai. Und da starten wir schon in unser Bienenthema nächsten Monat. Und da werde ich mit den Prima Molds, ich glaube mit den Vintage Porträts, werde ich eine Bienenkönigin versuchen. Also ich werde wahrscheinlich im nächsten Monat öfter mal eine Bienenkönigin machen. Aber das ist dann sozusagen mein Mixed Media Steampunk. Bee Queen ja, Test. Also, das wäre dann am Sonntag nächste Woche, aber ihr könnt dann die gekürzte Fassung natürlich auch wieder später angucken. Und Freitagabend gibt es dann ja, Schablonentechnik mit meinen Melisee-Schablonen. Da probiere ich dann ja, mal wieder ein anderes Motiv. Also wahrscheinlich die Frau von der Seite. Welche ist das? Das ist die Mona. Mit der werde ich dann arbeiten. Mal gucken, wie wir die aussehen lassen. Vielleicht noch eine Fee oder sowas. So, also ich muss sagen, als Karte sieht das auch cool aus. Habe ich noch eine? Noch eine. Die hier ist halt noch nicht fertig. Aber das ist nicht so schlimm. Da geht noch was. Vielleicht passe ich die fertig, wenn ich das alles zusammen habe. So, ich lege die auch gleich nochmal nebeneinander. Und ich muss sagen, das Experiment mit den Feuchttüchern können wir als geglückt verbuchen, weil ja, einmal das Stempeln, dass die Motive halt diesen Verlauf haben, super geklappt hat und einfach diese Hintergrundgestaltung mit dem Verlaufenden, also auch hier diese Bubble oder sowas, das ist ja, schon cool.
Und man könnte das jetzt dann halt auch nutzen, um ja, Sachen auszustanzen und sowas. Das ist halt nochmal einfacher, als mit einem Blending-Tool diese Übergänge halt manuell zu erzeugen. So. Hier könnt ihr natürlich auch stempeln, ne? Also wenn ihr so Silhouettenstempel habt oder eine Skyline oder irgendwie Palmen und Bäume, das könnt ihr auch wunderbar stempeln. Aber ihr könnt es halt auch frei Hand malen. Ihr habt gesehen, das war jetzt nicht schwer. So, meine letzte Karte. Ich habe mir wirklich alle Karten, die Jürchen mir vorbereitet hat, zumindest schon mal mit dem Hintergrundmotiv bestückt. Und ich würde tatsächlich noch, aber nicht jetzt, Kirschblüten stempeln und ausschneiden und die dann final da draufsetzen. Und ihr seht die fertigen Stücke und die fertigen Motive später nochmal als Fotos auf unserer Webseite www.mitliebe.berlin und auf der Facebook-Seite in der Mitliebe selbstgemacht Facebook-Gruppe und ja, auf den entsprechenden Blogs und Social-Media-Kanälen, wo ihr halt Motive erwarten würdet, ne? So, jetzt stelle ich mal kurz die Sachen hier zur Seite. Also das ist ja hier nur Experiment. Sieht aus wie ein, oh, wie niedlich. Moment. Das ist ein Auge. So. Das nicht ein kleiner Drache? No. Wie niedlich. Also, nur mal so, ist das nicht süß? Das war jetzt da schon fertig. Gut, ich fahre mal zur Seite, wie du den anderen Tag. So, einmal ein Kleber zu. Und so, Karte, Karte. Nehmen wir die. Karte, Karte, Karte. So, also haben wir 5 Karten mit unterschiedlichen Stempeltechniken, aber immer mit demselben Motiv. Was haben wir vorhin gesagt? Same but different. Dann haben wir ein paar Hintergründe. Und einen kleinen Drachen oder eine Schlange, was ihr denkt. Genau, total goldig. Mein Favorit ist tatsächlich hier die Pinke. Das ist meine Lieblingskarte aus dem Projekt, weil die halt so ein bisschen ähnlich aussieht, als wäre das so mit Alkoholtinten gemacht, ohne dass ich halt eine Alkoholtinte verwenden musste. Ne? Und das halt nur mit den Flashpigmenten. Das ist mein Favorit. Genau, wie gesagt, wir sehen uns das nächste Mal live. Am Freitag um 20:15 Uhr zum Abendprogramm. Ich werde mir eine schöne Flasche Martini holen und dann machen wir uns einen schönen Abend. Und da ich ja beruflich hier bin und alleine dann unterwegs bin, funktioniert das auch. Mal gucken, wie lange wir dann brauchen. Und wie gesagt, wir werden dann mit der Millisee-Schablone, mit der, wie heißt sie, mit der Mona, arbeiten und werden dann eine. Wahrscheinlich eine Fee oder eine Bienenkönigin oder irgendwas in der Art gestalten. Darauf freue ich mich schon sehr. Genau, zu diesem Livestream wird es auch wieder eine gekürzte Fassung geben, wo dann einfach die Karten als Schnelldurchlauf sozusagen gestaltet werden, ohne meine kleinen Päuschen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war ein total tolles Kirschblütenfest. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid und dass ihr so toll kommentiert habt. Thank you for visiting our Cherry Blossom Festival Event. Thanks for the comments and the nice words. And you are all so lovely people. And we are happy to have you all over the world here in our little shop. And yeah, see you next on Friday if you want. In the evening, 8:15 p.m. For our creative studio
Friday event, and from this we will have that every Friday evening, also Freitagabend 20.15 Uhr habt ihr dann die Mirka immer an der Backe. Vielleicht mit Gästen, if Christiana is happy to have an evening with me. And also wer dann mag, kann vielleicht dann auch mal mitmachen, dann teilen wir uns den Bildschirm und dann könnten wir zusammengestalten. Ich freue mich auf jeden Fall auf kreative Stunden mit euch allen. Und jetzt, ja, habe ich Feierabend. ich wünsche euch viel Spaß mit dem ganzen Wissen, was ihr dieses Wochenende bekommen habt. Ich werde auch nochmal den Monitor kurz hochmachen, dann seht ihr mich auch nochmal. So, ist auch viel schöner, nochmal die blauen Augen zu sehen. So, hier. Da ist er. So, also wie gesagt, ich bedanke mich ganz doll, dass ihr da wart. Das war sehr schön. Wir haben uns sehr gefreut, das zu organisieren. Wir werden ja im Mai halt nur einen Tag haben, bei dem es um Licht und Schatten geht, da ich ja heute gewonnen habe. Demnächst halt Freitagabend, wie gesagt, den Kreativsalon mit mir und Gästen eventuell. Und sonntags um 11 dann das Frühstücksprogramm und zwischendurch ab und zu ein Together We Are Stronger Hop, was sich halt so anbietet und natürlich auch viele Videos und ihr bekommt die gekürzte Fassung, die Materiallisten und sowas, das bereiten wir alles in der nächsten Woche auf und erinnern dann auch nochmal dran, dass das sozusagen dabei war. Und ja, wir haben alle viel gelernt, also es war auch sehr inspirierend. Ich habe auch sehr tolle Sachen von Jürchen gelernt oder so, was ich halt vorher nie gesehen habe, wo ich immer ja, beschäftigt war oder nicht da oder so. Und das war sehr spannend und ich kann davon auch viel verwenden für andere Projekte. Und ja, ich wünsche euch einen tollen Sonntag, Nachmittag, Morgen, was auch, welche Uhrzeit auch immer bei euch ist. Thank you for joining, for visiting our YouTube channel. Thanks for the likes and the thumbs up and yeah, have a great evening, I think, morning, whatever you have. And see you soon. Thank you. Also, wir sehen uns bald. Dankeschön. Dann versuche ich jetzt mal den Stream zu beenden. Das waren auch nochmal zauberhafte 2 Stunden mit euch. Vielen Dank. Tschüss.